Wir befinden uns noch immer auf der dritten Stufe der Treppenstufenmethode. Die Bedarfsermittlung der Ist-Situation. Im letzten Video haben wir uns angeguckt, wie wir überhaupt zuverlässig dahin kommen, dass uns der Kunde sein wahres Interesse verrät. Jetzt hat er uns gesagt, ich schaue einfach mal nach einem Sofa, und dann sagt er uns immer, warum er heute sowieso nicht kauft. Das haben Sie bestimmt schon bemerkt. Genauso wie es eine MÖFA gibt, eine Möbelfachschule, gibt es eine KUFA, eine Kundenfachschule. Und da kriegen die Kunden beigebracht, dem Verkäufer immer gleich zu erklären, ich kaufe heute sowieso nicht. Ich will nur gucken, meine Frau ist nicht dabei, mein Mann ist nicht dabei und ich kann mich nicht entscheiden. So, die sagen also, wir schauen nach einem Sofa, aber also kaufen heute sowieso nicht. Dann fragen wir ganz kurz nach, so als ob es uns interessieren würde, suchen Sie eher was Traditionelles oder was Modernes? Mit Alternativfragen. Im Prinzip ist es egal, was wir fragen. Sobald der Kunde sagt, ja, was Modernes aus Leder oder so nach ein, zwei Fragen, drehen wir uns um und sagen, Mensch, da kann ich Ihnen ganz tolle Sachen zeigen, gerade reingekommen. Drehen uns um und sagen, ich laufe mal vor. Das Gute ist, Leute sind trainiert, anderen hinterherzulaufen, und Deutsche sind da besonders gut drin. Das heißt, überwiegend folgen die Kunden brav dem Verkäufer. Wer einen klaren Plan und ein Ziel hat, setzt sich durch. Wir laufen kurz vor, bis in ungefähr den richtigen Teil der Ausstellung, drehen uns dann überraschend für den Kunden um, öffnen eine Mappe mit einem Block drin. Wenn wir keinen Zeichenblock dabei haben, klappt das Ganze nicht. Krakeln ein Rechteck auf ein Blatt Papier, halten es dem Kunden unter die Nase, übergeben es mit dem Stift, Block, Stift, und sagen, nur damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt, seien Sie nett, zeichnen Sie mir die Lage der Türen und Fenster ein. In dem Moment fängt der Kunde an zu zeichnen und ist geistig, haben wir den nach Hause geschickt. Der psychologische Trick dabei ist, zu Hause kennt er sich aus, der fühlt sich wohl, der ist entspannt. Im Möbelhaus fühlt er sich nicht wohl, da weiß er, dass wir uns auskennen, und ist eher unentspannt. So, jetzt kriegen wir den Kunden relativ schnell zum Sitzen, denn der zeichnet und wir können sagen, setzen Sie sich doch, ist einfacher. Damit sitzt der Kunde, wir sitzen dem Kunden gegenüber und fangen an, Fragen zu stellen. So, wo sind denn hier die Türen und Fenster? In welche Richtung gehen die Türen und Fenster auf? Was haben Sie für einen Bodenbelag? Was haben Sie an den Wänden? Wie ist die Decke beschaffen? Was sind die Anschlussräume? Was steht jetzt wo? Das heißt, wir machen uns ganz, ganz genau ein Bild der Ist-Situation des Kunden, wie er wohnt. Und wir kommen praktisch von außen nach innen und fragen immer tiefer rein, denn was uns eigentlich interessiert, ist ja der menschliche Kontaktaufbau, die Privatsphäre des Kunden. Irgendwann, wenn wir rausgekriegt haben, wie das Wohnzimmer beschaffen ist, und das geht sehr, sehr schnell, fragen wir, wer wohnt denn außer Ihnen noch im Haus? Die Frage ist wesentlich besser als die Frage, wie viele Personen wohnen im Haus? Denn wenn Sie wissen, da wohnt meine Frau und zwei Töchter, als nächstes ist man in der Privatsphäre und kann fragen, wie alt sind denn Ihre Töchter? 15 und 18, jetzt in meinem Fall, oh, das ist ein interessantes Alter. Ja, ja, erzählen Sie mal, zwei pubertierende Töchter, ganz, ganz interessant. Das heißt, wir sind in der privaten Sphäre und können eine private Ebene zum Kunden aufbauen. Ich empfehle auch die Frage, was machen Sie denn beruflich? Aus einem Grund, die meisten Leute machen irgendwas, woran sie viel Spaß haben, und reden gerne über ihren Beruf. Es geht nicht darum einzuschätzen, wie viel Geld haben die und kann ich den 10.000 Euro Sofa zeigen oder nur das Billige. Nein, es geht darum, menschlich den Kunden zu öffnen. Das Ziel der Ist-Situation, der Bedarfsermittlung der Ist-Situation, das Etappenziel ist erreicht, wenn der Kunde uns erzählt hat, wie es bei ihm aussieht, und zwar so, dass man im Stockdunklen sich zutraut, sich durch diesen Raum zu bewegen, durch das Wohnzimmer, ohne irgendwo anzustoßen. Und wenn man eine Idee hat, wie das Leben des Kunden ist, wer zu Hause auf ihn wartet, wie er arbeitet, was er arbeitet, wie das Leben ist. Erst dann haben wir die Basis, um diesen Kunden optimal zu beraten. Das ist die Stufe 3, die Bedarfsermittlung der Ist-Situation. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass wir mit ihm eine Krakelskizze machen. Die Skizze, da geht es nicht um Planung, sondern es geht um den Kontakt. Wir nennen das auch eine Kontaktskizze. Oder wir nennen das auch Emma. Emma steht, erzähl mir mal alles. Das ist die Abkürzung dafür. Also darum geht es, und wichtig ist, das zu tun, bevor wir ans wahre Zeigen gehen. Also die Stufe 3, Bedarfsermittlung der Ist-Situation.